Nächster Punkt ist Tagesordnungspunkt 17. Dritte Lesungsentwurf Fraktion der SPD, Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Hessen. Berichterstatter ist der Kollege Ismail Tibi. Ismail. Hochverehrter Herr Präsident, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf mit der Stimme der CDU, Bündnis 90/90 die Grünen, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE gegen die Stimme der SPD in dritter Lesung abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ismail. Eröffne die Aussprache. Es beginnt die Frau Kollegin Dr. Sommer. Anita, bitte. Lieber Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ärztliche Versorgung ist eine der zentralen Herausforderungen für das Gesundheitswesen in Hessen. Auch das zeigt die Corona-Pandemie jeden Tag. Die Angst, keinen Hausarzt mehr zu finden, die wächst. Die Lage in Hessen und in vielen anderen Bundesländern und in ländlichen Regionen spitzt sich zu. Hausärzte gehen in den Ruhestand, Nachfolger gibt es nicht, und in Hessen fehlen bislang schon 300 Hausärzte. Da müssen wir unbedingt etwas ändern, meine Damen und Herren. Vor der Corona-Pandemie war es normal, dass Patienten Schlange gestanden haben, 2 bis 3 Stunden Wartezeit hatten. Jetzt in der Corona-Pandemie sieht es ein bisschen anders aus. Durch die Hygienekonzepte. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir dort einen großen Bedarf an ärztlicher Beratung haben. Und für Patienten, die einen neuen Hausarzt suchen, gibt es meistens einen Aufnahmestopp. Ärzte und Ärztinnen arbeiten schon längst am Limit. Der Druck steigt dann noch, wenn man weiß, demnächst schließt wieder im Umkreis eine Praxis. Meine Damen und Herren, das Problem verschärft sich, und die Landesregierung hat jahrelang zugeschaut. Das Problem war aber lange absehbar. Die Hausärzte verkreisen nicht seit gestern. Nur 6% sind jünger als 40 Jahre. Mehr als 2/3 sind älter als 50 Jahre. Jeder 7. Hausarzt ist älter als 65. Viele planen ihren Ruhestand in nächster Zeit. Die düstere Prognose: 2030 werden in Deutschland ungefähr 11.000 Hausärzte in Ruhestand gehen. Bei uns in Hessen sind es 4.200. Da sehen Sie eigentlich, wie schlecht in unserem Bundesland es um die hausärztliche Versorgung steht, meine Damen und Herren. Es ist Zeit, gute, zielgerichtete Lösungen zu etablieren. Ein Baustein ist für uns dabei die Landarztquote. Ich möchte es noch einmal konkret machen. Nur jeder 2. Hausarzt findet derzeit eine Praxisnachfolge. Deswegen fragen wir, wo ist Ihr Ansatz, um dieser Situation Rechnung zu tragen? Wo sind die konkreten Mittel zur Schaffung weiterer Medizinstudienplätze? Sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, einen Änderungsantrag einzubringen. Wir wissen, Sie wollen auch einen Gesetzentwurf einbringen, aber bisher kein Antrag, kein Plan, kein Entwurf Ihrerseits. Wir warten, hoffentlich nicht vergebens, meine Damen und Herren. Und es ist auch löblich, dass Sie möglichst wenig Widerstände mit Ihrem geplanten Gesetzentwurf bezwecken wollen. Deswegen auch die Frage, wie weit sind Sie mit Ihren Gesprächen? Ich bin sehr gespannt, ob und wie Ihnen das gelingen wird, die Beteiligten zu überzeugen und wie Sie Ihren hessischen Weg gehen werden. Jedoch verlieren wir dadurch natürlich ganz wertvolle Zeit, in der wir nichts gegen den Hausarztmangel tun, meine Damen und Herren. Vielleicht können Sie uns ja schon sagen, wann Ihr Gesetz startklar ist und was Sie in der Zwischenzeit machen, vielleicht für verbesserte Verknüpfung von Theorie und Praxis und mehr Praxisanteile sorgen, für zusätzliche Lehrangebote, die für die Arbeit auf dem Land motivieren,
oder die Strukturen auf dem Land verbessern, besser in Gesundheitszentren und Daseinsvorsorge investieren, meine Damen und Herren. Denn da haben Sie Ihre Hausaufgaben noch lange nicht erledigt. Uns ist dieses Thema zumindest ein Herzensanliegen, dass alle Hessinnen und Hessen gut medizinisch versorgt werden können. Schade ist, dass Sie unserem Gesetzentwurf, und das wissen wir ja, weil Sie einen eigenen einbringen wollen, nicht zustimmen werden, wenngleich wir uns in den Vorhaben nicht weit voneinander entfernt sind. Wir haben Ihnen noch einmal mit der dritten Lesung die Möglichkeit eröffnet, Änderungseinträge einzubringen. Das haben Sie nicht gemacht. Damit hätten wir aber, wären wir schon ein Stück weiter und würden nicht noch weitere wertvolle Zeit verlieren. Packen Sie es an. Wir brauchen ein stringentes Maßnahmenpaket gegen den Landarztmangel statt grün-schwarze Müßiggang. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner, Kollege Pürsün, FDP-Fraktion. Janke, auf geht's. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Haushalt für 2021 steht tatsächlich die Landarztquote drin. Mehr noch, wir haben erfahren, dass da zu Anfang nächsten Jahres ein Entwurf vorgelegt werden soll. Im Zuge der Debatte um den vorliegenden Entwurf der Kollegen der SPD sind jedenfalls schon einige Punkte diskutiert worden, die wir in jedem Fall ablehnen. Ich wiederhole die Punkte gerne in der Hoffnung, diese bei der Beratung um den dann kommenden Entwurf der Landesregierung nicht wiederholen zu müssen. Hoffnungsvoll soll man ja gerade in der Weihnachtszeit sein. An dem Entwurf der SPD lehnen wir ab, dass er junge Menschen in einem sehr frühen Stadium zu einer weitreichenden Entscheidung zwingt. Die Entscheidung, an einem ungewissen Ort für 10 Jahre als Hausarzt zu praktizieren. Zwischen der Entscheidung und dieser Verpflichtung liegen aber selbst schon gut 10 Jahre. Die Jahre der Ausbildung, in der sie Stärken und Schwächen herausbilden, Vorlieben und auch Lebenspläne abzeichnen. Und wenn die dann am Ende der Ausbildung nicht mehr zu dem Leben auf dem Land als niedergelassener Arzt passen, werden diese Menschen zur Kasse gebeten. Eine schlappe Viertelmillion Vertragsstrafe wartet dann. Es gibt unwahrscheinlich viele Gründe, die gegen dieses Vorgehen sprechen. Viele davon wurden auch von den Angehörten vorgetragen. Wir hoffen inständig, dass Sie gut zugehört haben, werter Staatsminister Klose. Außerdem müssen wir auch klar konstatieren, dass wir einen Arztmangel in allen Bereichen haben. Es hilft also keine sozialistische Umverteilung der Studenten. Sinnvoll wäre es, die Zahl der Studienplätze zu erhöhen und mehr Chancen die Chance zu geben, Arzt zu werden. Aber auch die Dauer zu verkürzen, in der Ärzte aus dem Ausland auf ihre Zulassung warten und nicht praktizieren können, dies dauert in Hessen viel zu lange. Verkürzen Sie diese Zeit. Es gibt bereits zahlreiche Projekte der Universitäten, die das Problem des Landarztmangels angehen. Diese wurden auch im Ausschuss vorgestellt. Vielleicht möchten Sie sich mit den Experten ins Benehmen setzen. Das dürfte den geplanten Entwurf aufwerten. Zu allerletzt möchte ich auch noch daran erinnern, dass uns keine Landarztquote helfen wird, wenn wir es nicht schaffen, die Attraktivität des ländlichen Raums zu steigern. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, damit die Menschen auch auf dem Land leben wollen. Und wir müssen den Beruf des niedergelassenen Arztes attraktiver machen. In der Pandemie hat die Landesregierung stets den stationären Gesundheitsbereich betont und gefördert. Das hat deutlich gemacht, welchen Stellenwert die niedergelassenen Ärzte in der Landespolitik haben. Da brauchen wir uns nicht wundern. Solange Ärzte einen Großteil ihrer Arbeit mit umständlichem Bürokratismus verbringen, wird der Job für den Nachwuchs nicht attraktiver. Wir sind weihnachtlich zuversichtlich, dass der nächstes Jahr zu beratende Entwurf es besser macht und eine echte Lösung präsentiert. Eine Lösung, die auch der Kritik der Angehörten gerecht wird. Eine Lösung, mit der wir die flächendeckende, verlässliche Versorgung durch Hausärzte in Hessen sicherstellen. Vielen Dank, Kollege Pürsün. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Papst-Dippel, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Hausarzt ist die Basisstation der ambulanten medizinischen Versorgung, muss zwingend flächendeckend erhalten werden und außerdem beruflich attraktiv sein. Gerade im Hinblick auf die demografische Altersverschiebung dürfen die Kapazitäten für Behandlungen nicht weniger werden. Die Senioren von heute haben unseren noch vorhandenen Reichtum erarbeitet. Versorgungsengpässe für multimorbide Patienten dürfen gar nicht entstehen. Insgesamt hat der Gesundheitspakt 3.0 schon Ende 2018 einen, ich zitiere, absehbar erheblichen Bedarf an ärztlichem Nachwuchs in den grundversorgenden Fachrichtungen, sowohl in ländlichen Regionen als auch teilweise in Städten, beschrieben. Verbunden damit wurde die Notwendigkeit einer Erhöhung der Studienplätze genannt. Und hier erwarten wir, dass die Regierungskoalition in ihrem bereits angekündigten Konzept der Landarztquote Lösungen anbietet. Ob z.B. die 185 Teilstudienplätze der Philipps-Universität Marburg in der Umwandlung zu Vollstudienplätzen bis zum laufenden Wintersemester vorangebracht wurde, das konnte ich nicht recherchieren. Fakt ist, dass dies nicht ausreicht und wir insgesamt auch in anderen Facharztrichtungen Versorgungsprobleme haben werden. Im September wurden hier im Plenum besonders die Kinder- und Jugendmediziner angeführt. Wenn man den Ausführungen des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte folgt, dann wird bis 2025 ein Viertel der Kinderärzte in den Ruhestand gehen. Eine Ausweitung der Prävention durch regelmäßige verpflichtende Untersuchungen bei gleichzeitigem Anstieg chronischer Krankheiten der Kinder werden die Situation verschärfen. Deutlich wird Letzteres ebenfalls bei der psychiatrischen Versorgung und im Bereich des ÖGD. Bei Statista konnte man im März lesen, dass ein stetiger Personalabbau im öffentlichen Gesundheitsdienst und in Hessen zudem eine schlechtere Bezahlung Personalprobleme verursacht haben. Dies rächt sich jetzt gerade in Bezug auf die Corona-Krise und ist ein weiterer Grund dafür, mehr Medizinstudienplätze anzubieten. Bei dieser Gesamtlage hier eine 10-prozentige Landarztquote aus dem allgemeinen Pool der Studienplätze abzuzweigen, das halten wir nicht für zielführend. Genauso wichtig ist es aber, dass die Arbeit als Landarzt für den Studenten und späteren Arzt attraktiv ist. Dazu müssen die Themengebiete der Leistungsvergütung, der Arbeitsbelastung und Bürokratisierung und letztlich die Anerkennung des Landarztes und nicht etwa eines Quotenarztes weiter bearbeitet werden. Sprechende Medizin und Hausbesuche sollten gut honoriert werden. Besonders erfolgversprechende bereits existierende Modelle sind aus unserer Sicht die Stipendien, die Landkreise vergeben können. Aus Untersuchungen weiß man, dass oft eine Bindung an den ursprünglichen Heimatkreis besteht, der hier zum beiderseitigen Vorteil genutzt werden kann. Die Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes muss daher immer Ziel der Kommunen und der Landesregierung sein. Ganz besonders die flächendeckende Digitalisierung, z.B. für Videosprechstunden für den Arzt, aber auch für seine Familie. Überhaupt ist die Familienfreundlichkeit mit Bildungs- und Freizeitangeboten und guter Anbindung an die Metropolregionen auch für Ärzte wichtig. Die Planungssicherheit für Familien ist natürlich ein starkes Argument eigentlich, also schon gegründeter Familien, für den Landarzt per Quote. Andererseits kann die frühe Festlegung natürlich abschrecken, Herr Pürsün. In Corona-Zeiten ist die Belastung der Hausarztpraxen durch Testungen, im Sommer auch durch Reiserückkehrer, mit irrsinnigem Dokumentationsaufwand, jetzt ganz frisch noch mit der Ausstellung von Attesten für Risikopatienten im Hinblick auf die Impfung, stark gestiegen. Bereits heute unterversorgte Bereiche in Nordhessen werden aber teilweise per Medibus versorgt. Der wiederum wird als zeitlich befristete Übergangslösung bezeichnet. Natürlich hat Herr Dr. Bartelt von der CDU schon in seinen Reden darauf hingewiesen, dass das Problem erkannt wurde und hat eine Landarztquote angekündigt. Selbstverständlich ist es dabei, alle Akteure mitzunehmen. In diesem Sinne sind wir sehr gespannt auf den Entwurf und lehnen den vorliegenden Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner, der Kollege Dr. Bartelt. Ralf Norbert, bitte.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Koalition wird in der ersten Hälfte 2021 einen Gesetzentwurf einbringen, die Landarztquote einzuführen. 2022 werden die ersten Studierenden ihr Medizinstudium beginnen. Der Koalitionsvertrag wird umgesetzt. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag, die Unterversorgung in der ambulanten medizinischen Versorgung im dünn besiedelten ländlichen Raum zu beseitigen. Der Gesetzentwurf der SPD ist eine Unterstützung dieses Vorhabens. Frau Dr. Sommer hat die Problemlage, den Ausgangspunkt, richtig beschrieben. Wir können uns dem anschließen, mit der kleinen Einschränkung, dass sie gesagt hat, das ist ein spezifisch hessisches Problem. Das ist es nicht. Es ist ein Problem in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Die Anhörung brachte uns wichtige Erkenntnisse. Das, was Kollege Pürsün gesagt hat, dass das nicht das Einzige sein kann, sondern dass der ländliche Raum insgesamt attraktiver gemacht werden muss, ist natürlich völlig richtig. Aber es ist ja ein Teufelskreis. Wenn ich im Bereich der medizinischen Versorgung nichts mache, wird der ländliche Raum unattraktiver. Wenn der ländliche Raum unattraktiv ist, dann haben wir weniger ländliche Versorgung. Also irgendwo muss man halt auch mal anfangen. Und das tun wir. Es wurde hier vorgetragen, dass die Kindermedizin mit einbezogen werden sollten. Das ist richtig, das werden wir tun. Es ist vorgetragen worden, dass der öffentliche Gesundheitsdienst mit einbezogen werden soll. Das ist auch richtig, das werden wir auch tun. Im Gegensatz zur Opposition müssen wir aber auch für die Umsetzung sorgen. Und das ist gar keine Kritik an Ihrem Entwurf und schon gar nicht bös gemeint. Die medizinischen Fakultäten an den hessischen Universitäten müssen Kapazitäten schaffen, die Auswahl der Studierenden durchzuführen. Sie müssen das Angebot der Lehre in der Allgemeinmedizin erweitern. Wichtige Schritte sind bereits bei der Planung und Umsetzung des Masterplans erfolgt. Eine Stärkung der Allgemeinmedizin. Die Einbeziehung in das praktische Jahr und die Einbeziehung in die letzte Prüfung. Wir müssen das im Rahmen der Hochschulpakt mit den Universitäten besprechen. Und wir müssen, was wir getan haben, entsprechende Mittel in den Haushalt, und zwar sowohl im Bereich Soziales und Integration als auch im Bereich Wissenschaft und Kunst einstellen. Das haben wir gemacht. Das Angebot Allgemeinmedizin zu erweitern, hat auch das Ziel, Studierende in höheren Semestern, die jetzt studieren, schon jetzt für die berufliche Tätigkeit auf dem Land zu motivieren. Wir wollen, dass entsprechende Lehrangebote eben hier diesen Studierenden angeboten werden und dass das vielleicht auch einen Impuls darstellt, sich auf dem Land niederzulassen. Weiterhin wollen wir auch weitere Maßnahmen ergreifen und finanzieren. Stichwortartig sei gesagt, Gesundheitspakt, delegierbare Leistungen, Unterstützung bei Pflichtpraktika und vieles andere mehr, im erweiterten Sinne eben auch Förderung von medizinischen Versorgungszentren, Überwindung der Sektorengrenzen und Neuregelung der Notfallversorgung, was für die Ärztinnen und Ärzte auf dem ländlichen Raum ein ganz besonderes Problem darstellt. Die Stärkung der Akzeptanz bei den Ärztinnen und Ärzten und den Studierenden ist in dem Gesetzverfahren dann auch ein wichtiger Punkt. Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, da gibt es noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Das werden wir hoffentlich gemeinsam tun. Und wie gesagt, wir werden die Kinder- und Jugendmedizin, den ÖGD, mit einbeziehen. Inwieweit weitere Fachgebiete einbezogen werden müssen und sollten, wird sicherlich auch noch Gegenstand der Diskussion sein. Es ist auch die Frage, ob das im Gesetzestext schon geregelt werden muss oder ob man gegebenenfalls durch eine Verordnung hier eine Flexibilität, eine Bedarfsgerechtheit einführen kann. Das müssen wir mit den Betroffenen dann auch noch einmal absprechen. Wir bedanken uns für den bisherigen Verlauf der Diskussion. Es ist richtig, dass das Thema bleibt
und wir werden die Diskussion bei der Einbringung unseres Gesetzentwurfs fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ralf Norbert Bartelt. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Markus, auf geht's. Präsident Uli Hoeneß. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde dieses Thema durchaus vorbildlich, wie es in der, wie wir um die Sache ringen. Ich erlebe es selten in der Politik. Danke, genau, ich darf Sie absetzen. Ich erlebe es selten in den letzten Jahren, dass wir an einem Punkt sozusagen um die besten Ideen ringen. Das finde ich eigentlich das Spannende in der Politik, das für meinen Begriff so selten stattfindet. Aber in dem Punkt haben wir doch auch bundesweit und jede alle Landesregierungen, egal welcher Parteibücher, mit denselben Rahmenbedingungen zu kämpfen. Die Bevölkerung altert, viele Ärzte setzen sich zur Ruhe, die ländlichen Räume sind bundesweit, haben ein Problem. Ich weiß noch, als Mitglied der Enquetekommission Demografischer Wandel erinnere ich mich noch daran, die Prognose für den Werra-Meißner-Kreis, dass es dort bis zu 50% weniger Bevölkerung geben wird und gleichzeitig in den Ballungsräumen zu einer extremen Zunahme von Bevölkerung kommen wird. Diese Probleme sind eigentlich unbestreitbar und sehen wir alle in dem Haus und nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit so. Und wir wissen auch da sind wir uns einig, dass wir als Gegenmaßnahmen den ländlichen Raum stärken wollen und dass wir alles in unserer Kraft Stehende tun wollen, damit wir die Medizin, die ländliche Versorgung, die gesundheitliche Versorgung stationär wie ambulant stärken wollen. Und da sind wir uns eigentlich einig. Die Fragen. Spannend ist in der Tat die Frage, was macht man zuerst und wie viel Geld gibt man wofür aus und wer ist wofür zuständig. Wir haben auch in der Analyse müssen wir sagen, dass wir bei der Frage der niedergelassenen Ärzte eine Selbstverwaltung haben und dass wir in den letzten Jahrzehnten das in guten Händen wussten bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Und ich habe das auch schon beim letzten Mal gesagt, das ist auch keine Kritik. Auch die sind genauso hilflos im Prinzip, dass sie kaum noch Nachfolger im ländlichen Raum finden, obwohl wir dort Praxisgründungszuschüsse gezahlt haben, bis zu 50.000 Euro, die, glaube ich, immer noch möglich sind. Zahlt diesmal die KV, nicht mehr das Land. Dass es viele Anreizmodelle gibt, dass man dort sein Praktikum auf dem Land machen kann. Wir haben in der Landesregierung auch im Studium, im allgemeinen Medizinstudium mit den Schwerpunktcurricula auch die Möglichkeit gegeben, an alle Studenten gerichtet, die Attraktivität des Hausarztberufes zu steigern, in der Hoffnung, dass wenn man mehr Hausarzt-Output hat, auch mehr sich dann auch in der Folge für den ländlichen Raum interessieren. Das ist alles schon eingeleitet worden. Wir sehen also, wir haben von der Problembeschreibung, von den Zielen sind wir uns recht einig. Wir wollen diese Landarztquote auch. Wir haben dazugelernt, auch in Ihrer Anhörung, wir fanden es sehr spannend, dort die Kritiken zu hören. Drei Punkte will ich aufgreifen. Der eine Punkt war sicherlich, dass man nicht nur an die klassischen Hausärzte denkt, sondern auch hausärztliche Fachärzte, beispielsweise Kinder- und Jugendärzte. Darüber denken wir intensiv nach, wenn wir das im nächsten Jahr einbringen. Dr. Bartelt hat es bereits schon gesagt. Die zweite Frage wird sein, wir müssen uns Gedanken auch machen über die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Ärzte dort. Und die dritte Frage wird sein, die der Quote. Und was ich erst spät erfuhr, und gut, dass es eine dritte Lesung gibt, dass der SPD-Prozentsatz nicht rechtskonform wäre. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber unsere Recherche und auch die Auskünfte des Ministeriums bestätigen, dass wir ja einen Staatsvertrag haben. In dem Staatsvertrag § 9 sind die sogenannten Vorabquoten geregelt. Die dürfen bis zu 20% sind die möglich. Und da gibt es bereits Vorabquoten. 2% für Fälle außergewöhnlicher Härte, 2,2% für die Bundeswehrmenschen, 5% für ausländische Staatsangehörige und 3% für die Zulassung zum Zweitstudium. Ergibt 12,2%. Das heißt, es bleiben nur noch 7,8% übrig. Und Sie haben zwar die Gesetzentwürfe anderer Bundesländer kopiert, aber Sie haben die Quoten verändert. Und das wäre in dieser Situation, ist Ihr Gesetzentwurf rechtswidrig. Das tut mir leid für Sie. Wir werden also nicht nur die Aspekte zu beachten haben, dass wir mehrere Fachberufe in Betracht ziehen wollen und dass wir auch dass die Schwerpunktcurriculum noch einmal stärken wollen, sondern wir werden auch eine rechtskonforme Quote sicherlich vorschlagen. Und dann hoffen wir, dass das an den Start geht. Wir alle wissen, dass es nur ein Instrument ist. Wir haben
Das sind verschiedene Instrumente, die mir wichtig sind. Ich sage es noch einmal, die Gemeindepflege oder wie früher hieß Gemeindeschwester 2.0, die den Hausärzten helfen, sie zu entlasten. Wir haben auch die Digitalisierung angestoßen, damit es auch dort leichter wird, beispielsweise und nicht nur bei der Abrechnung. Wir wissen, dass fast 30% der Arbeitszeit von Fachärzten, das kann eigentlich nicht sein, für Bürokratie draufgeht. Wir haben das erlebt, als der medizinische Dienst der Krankenkassen gesagt hat, wir kontrollieren die Krankenhäuser nicht mehr, hatten die Ärzte plötzlich 30% mehr Zeit, um am Patienten zu arbeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Mit einem Schlag 30% mehr Fachkräfte am Patienten, nur weil sie entlastet wurden von Bürokratie. Das sind unsere Ziele, die wir angehen wollen. Da sind wir uns weitestgehend einig. Und ich bin froh, dass wir in einem Wettbewerb die Ideen stehen. Aber es ist unstrittig, dass CDU und Grünen den richtigen Weg einschlagen. Und auch im nächsten Jahr werden wir das aktiv angehen. Und wir hoffen, dass wir das in den Griff kriegen, obwohl wir wissen, dass wir nicht alles selbst in unserer Hand haben. Weil das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wir können niemanden mit vorgehaltener Pistole zwingen, auf den ländlichen Raum zu gehen. Aber mit den Gesundheitszentren beispielsweise ist auch ein sehr wichtiges Instrument, weil wir wissen, dass die Ärzte Angst haben vor dem betriebswirtschaftlichen Risiko. Kollege Bocklet, Sie müssen zum Schluss kommen. All diese Maßnahmen sind richtig. Ich weiß, dass die Regierungskoalitionen wie so oft auf dem richtigen Weg sind. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Dort hat die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gut, dass das Rätsel jetzt langsam aufgelöst wird, ob jetzt wirklich eine Landarztquote in Hessen kommt oder ob Sie sie irgendwann oder irgendwo, irgendwie und wenn ja, wie. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Herr Bocklet hat ja jetzt gerade schon mal angefangen zu sagen, es wäre ja ein guter Prozess jetzt gewesen, eine kritische und tatsächlich konstruktive Auseinandersetzung und Diskussion um den Gesetzentwurf der SPD. Leider hat er geendet damit, wie immer, die Regierung weiß alles besser. Und das tut mir wirklich leid, da merke ich doch, Sie haben doch gar nichts gelernt aus der Diskussion. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wenn Sie doch wirklich einen Gesetzentwurf zur Landtagsquote machen wollen, warum nehmen Sie nicht den Entwurf der SPD und entwickeln ihn so mit einigen Änderungsanträgen, dass er so ist, wie Sie sich es vorstellen. Also das ist mir wirklich ein völliges Rätsel, wenn Sie sagen, tolle Diskussion, tolle. Sie haben doch die Anhörung, haben Sie aufmerksam nachvollzogen und haben geguckt, was kann man denn alles an Fehlern noch einmal machen oder ja, noch einmal machen, weil wir sind ja dagegen gegen die Landtagsquote. Aber ich verstehe Ihre Diskussion nicht, ich verstehe Ihre ganze Haltung nicht. Es erscheint mir sehr unproduktiv und nicht im Sinne der Sache. Jetzt haben Sie es im Haushalt schon einmal drin, aber leider bei der kursorischen Lesung konnte uns auch nicht genau gesagt werden, was passiert dann mit dem Budget, was ist dann tatsächlich, wird das ausgestaltet. Und uns als LINKE interessiert insbesondere, gibt es wirklich das Geld, was die hessischen Hochschulen brauchen, um die Allgemeinmedizin, der Allgemeinmedizin einen stärkeren Stellenwert in der Hochschule, in der Ausbildung zuzuweisen. Das ist nämlich das Entscheidende. Übrigens, die Hochschulen lehnen ja auch die Landarztquote ab. Und ich denke, es ist sinnvoll, hier das zu unterstützen. Und wenn Sie das tun, wäre mir sehr daran gelegen. Und wenn der Herr Minister mir das jetzt nachher bestätigen würde, wäre ich sehr erleichtert. Weil ich denke, es war sehr wichtig, was auch Professor Dr. Gerlach gerade in der Anhörung gesagt hat, eben diese Schwerpunktcurricula entsprechend, die Sie, haben Sie schon etabliert, aber Sie wollen sie ausweiten, Sie wollen sie tatsächlich entwickeln, dass sie auch für alle Studierende möglich sind und so, dass mehr motivierte Studierende tatsächlich im landärztlichen Bereich tätig sind. Und er sprach dann auch über lange Praktika mit Anbindungen an Hausarztpraxen. Und er sagt auch, in Hessen ist schon ein guter Weg gegangen worden. Aber die Hochschulen haben das aus Bordmitteln bisher finanziert. Sie brauchen die Unterstützung des Landes und die deutliche Finanzierung, sodass das auch möglich ist. Und ich denke, das ist genau Sie haben gesagt, ungefähr 2 Millionen €. Ich habe es mir vorhin zusammengerechnet.
Ich denke, das wäre die entscheidende Frage. Das muss in der Ausbildung eine deutliche Position haben. Ich denke, das hört sich für uns sehr vernünftig an. Es gibt sicher noch weitere Themen, die eine Rolle spielen, die Auswahl der Studierenden, auch die Erhöhung der Medizinstudienplätze und natürlich der konsequente Ausbau der Gesundheitszentren. Junge Ärztinnen und Ärzte wollen angestellt arbeiten, und sie wollen im Team arbeiten. Ich denke, das ist heute auch gut nachvollziehbar. Und wir brauchen auch gerade in den Kommunen, die landärztlich nicht gut versorgt sind, brauchen wir die Gesundheitszentren. Nicht mit der Gießkanne über die Landschaft, sondern das muss auch von Seiten des Landes auf den Weg gebracht werden, meinetwegen auch in Verbindung mit Medibussen. Wichtig ist allerdings in der Frage der medizinischen Versorgungszentren oder Gesundheitszentren, dass wir auf jeden Fall vermeiden, dass sie von Privatunternehmen betrieben werden, weil die sich nämlich nur die lukrativen Sparten heraussuchen. Aber es ist schon angesprochen, das bleibt alles Makulatur, wenn Sie nicht dafür sorgen. Es geht nicht billiger, leider die Lebenssituation der Menschen auf dem Lande zu verbessern. Es fehlen Arbeitsplätze, es fehlt der öffentliche Nahverkehr. Ein Bus, der nur zweimal fährt, führt dazu, dass das Elterntaxi das Verkehrsmittel der Wahl ist. Es fehlen Kitaplätze, gerade für die unter Dreijährigen. Der ländliche Raum ist oft weit weg von Kultureinrichtungen. Da ist immer Corona sozusagen. Und das ist nicht so, wie junge Ärztinnen und Ärzte sich das Leben vorstellen. Ich denke, andere im Übrigen auch nicht. Und da ist sicher, das ist dringend notwendig, in dem Bereich was zu tun. Man kann nicht nur an einem Punkt anfangen. Man muss alle Punkte gleichzeitig spielen. Sonst rennt einem der eine Punkt wieder weg. Und ich denke, die Corona-Pandemie hat uns jetzt auch noch einmal vor Augen geführt, es müsste eigentlich allen deutlich werden, dass unsere Strukturen im Gesundheitswesen prekär sind. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, angefangen von der personellen Situation, aber auch, dass die Kliniken auf den COVID-19-Patienten auf den Kosten sitzen bleiben. Und wir haben genug Geld im Gesundheitssystem. Es ist nur falsch verteilt. Und ich denke, da ist es notwendig, tatsächlich dazu aktiv zu werden. Danke schön. Vielen Dank. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Kai, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen das dritte Mal über den Gesetzentwurf der SPD zur Einführung einer Landärztinnenquote. Und ich finde, wenn wir eins aus der öffentlichen Anhörung mitnehmen können, die ich durchaus spannend fand, dann ist es, dass es zwar einen breiten Konsens hier im Haus gibt über die Einführung einer solchen Quote, aber dass wir die Akzeptanz sowohl der Ärztinnenschaft als auch der Studierenden dringend brauchen. Und damit wir die auch erreichen, müssen wir ein solches Gesetz handwerklich richtig anpacken, und wir müssen auch bereit sein, aus den Erfahrungen zu lernen, die andere Länder schon gemacht haben. Und das gilt für diesen Gesetzentwurf leider nach wie vor nicht. Studierende wollen im Rahmen einer solchen Quote eben nicht MedizinerInnen zweiter Klasse sein. Und wir wollen Menschen für die Tätigkeit als Ärztin oder Arzt im ländlichen Raum auswählen und auch gewinnen, die auch wirklich dauerhaft dort arbeiten wollen. Der Gesetzentwurf, über den wir heute zum dritten Mal debattieren, ist ja als bloße Kopie des NRW-Modells zu kurz gesprungen. Wir haben das mehrfach schon gesagt. Ihr Gesetzentwurf umfasst weder andere Fachärztinnengruppen, die in der hausärztlichen Versorgung tätig werden könnten, noch gibt es irgendeine konzeptionelle Überlegung dazu, wie junge Menschen schon während ihres Studiums im Rahmen eines speziellen Curriculums auf diese spätere Tätigkeit vorbereitet werden können. Genau das wollen wir machen, und ich bleibe dabei, die Einführung einer solchen Quote in Hessen wird dann erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, die wesentlichen Akteurinnen und Akteure einzubeziehen und einen Gesetzentwurf zu verabschieden, der wirklich langfristig trägt. Zu dem Änderungsantrag, den Sie jetzt vorgelegt haben, will ich anmerken, wenn zur Feststellung eines besonderen öffentlichen Bedarfs an hausärztlichen Leistungen
jetzt auch der Landesausschuss der Ärztinnen und die Krankenkassen beteiligt werden sollen, dann ist das sinnvoll. Es entspricht im Übrigen ja auch einer Forderung der Kassen im Rahmen der öffentlichen Anhörung. Wenn Sie dem aber folgen wollen, dann hätten Sie konsequenterweise, Frau Dr. Sommer, die zusätzliche Erwähnung der Kassenärztlichen Vereinigung streichen müssen. Die ist nämlich bereits im Landesausschuss der Ärztinnen und Krankenkassen vertreten. Und die zweite Änderung, die Sie machen, zum regelhaft durchzuführenden Auswahlverfahren, die ist zwar innerhalb Ihres Entwurfs sachlich sinnvoll, ändert aber nichts daran, dass hier mit heißer Nadel noch schnell etwas in einen insgesamt unzureichenden Gesetzentwurf eingefügt wurde, das diesen Entwurf dann auch nicht mehr rettet. Ich glaube, Sie wissen das auch. Zu Beginn der Debatte über Ihren eigenen Gesetzentwurf waren ganze drei Kolleginnen Ihrer Fraktion anwesend. Das sagt vielleicht auch etwas über den Stellenwert, den dieses Gesetz bei Ihnen wirklich hat. Im Gegensatz dazu wird das Ministerium für Soziales und Integration in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst und den medizinischen Fakultäten einen sorgfältig vorbereiteten Gesetzentwurf auf den Weg bringen, der sowohl die positiven Ansätze aus Nordrhein-Westfalen übernimmt, der aber auch die Lernkurve seitdem aufgreift und so einen spezifisch hessischen Weg beschreitet. Und deshalb wird es Sie nicht überraschen, dass die Landesregierung Ihnen empfiehlt, diesen Gesetzentwurf auch heute abzulehnen, weil er der komplexen Thematik insgesamt nicht gerecht wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Aussprache beendet. Abstimmung später.